Wenn es um Restauration und Clubbing geht, dann gehört Kaufleute in Zürich zu der ersten Adresse. Eine Institution, die seit 25 Jahren aus der Partyszene nicht mehr wegzudenken ist. Auch ich habe dort einen Großteil meiner Jugend verbracht, jeweils vom Donnerstagabend bis zum Sonntagmorgen. Seit gut zwei Monaten haben die stadtbekannten Brüder Saigi und Stelios zusammen mit dem Gastronom Marco Giuliani das Zepter im Kauf übernommen. Kaufleuten. Der Club sowie das Restaurant an erstklassiger Lage erscheinen in jedem Reise- und Gastroführer. In all den Jahren hat das Zürcher Kulturgut etliche Führungswechsel erfahren. Aktuell geben diese drei Herren den Takt im Kaufleuten an. Die Partygriechen und Brüder Saigi und Stelios, selber Zürcher Kulturgut, sowie der Gastronom Marco Giuliani. Das Kaufleuten, eine Adresse, die verpflichtet. Ja, also sicher mal, da denkst du mal, ey, leck, das ist schon ein rechtes Ding. Hanker um, wir lieben alle zusammen, alle wir drei lieben Kaufleute. Wir sind selber schon 100 Mal da gegessen. Und dann weißt du, da kannst du wieder etwas bewirken und etwas kannst du wieder auf die Beine stellen. Und die Leute wieder kommen. Und jetzt ist eben seit diesen zweieinhalb Monaten die Resonanz extrem positiv. Die Leute kommen gerne und was schön ist, die Leute freuen sich, dass wir, jetzt, wir als Trio uns hier involvieren. Saigi und Stelios sind Kinder des Kaufleutens. Sie kennen den Club seit der Geburtsstunde. In Wahr, wem damals der Zutritt ins Kaufleuten gewährt wurde. 14, 25 Jahre bin ich da reingelaufen, weiss ich noch, und ist so gewesen, wow, geil, geiler Laden. Wirklich, damals ist das Kreis 1, hat nicht 15 Läden, Clubs wie jetzt, sondern es war das Maskott und das Kaufleuten und noch das Rock. Und dann ist nach dem Rock so wieder ein fließender Übergang ins Kaufleuten. Und schon, ich meine, es war eine Bereicherung. Ich meine. Und dann sind wir Stammgäste geworden. Es war aber nicht so gewesen wie jetzt. Früher hast du einen Türsteher und eine Türsteherin. Also du musst dich etwas einfallen lassen, wie du dich anlegst. Du musst jemand sein oder im Restaurant Gast sein, dass du nachher dann gratis oder überhaupt ins Kaufleuten reinbekommst. Die Aufgabe, das altehrwürdige Kaufleuten zu dirigieren, kommt für die drei Herren einem Ritterschlag gleich. Saigi und Stelios sind die Kontakte an der Front. Marco Giuliani und sein Küchenchef Dimitris Salanis sind verantwortlich für das Geschehen in der Küche. Der Weg führt zurück zu den Wurzeln, zu den klassischen Gerichten. Wir wollten eigentlich extra wieder die alten Sachen zurückhaben, wie das Wiener Schnitzel, das Zürich Schnitzel, das einfach auf die Karte gehört. Und zwischendurch haben sie Ausflüge gemacht, die nicht so angekommen sind bei den Leuten. Mit mehr als 100 Außensitzplätzen und 144 Sitzplätzen im Restaurant gehört das Kaufleuten zu den größten Restaurants in der Limmatstadt. Eine Tatsache, der Rechnung getragen werden muss. Die Küche ist einfach gehalten, auf qualitativ hohem Niveau. Durch das, dass Kaufleute so viel Sitzplatz hat, muss für eine breite Masse passen. Und also es muss für junge Damen etwas haben, für ältere Herren, querbeet. Und durch das ist es die Vielfalt, die es ausmacht. Und wir schauen dann das saisonal. Also jetzt haben wir gerade Sommerkarten angefangen. Dass das oder spezielle Sachen, die ein Kaufleute braucht, wie ein Vitello Tonnato oder ein kaltes Rostbeef, Melone, Prosciutto, muss es drauf haben. Mit dem Kaufleuten betreten Saigi und Stelios gastronomisches Neuland. Für die Veranstalter der Mykonos-Partys ist es der erste Gastrobetrieb, für den sie mitverantwortlich sind. Dank ihrer gewinnenden Art konnten sie sich in den letzten 15 Jahren eine Stammkundschaft aufbauen. Saigi und Stelios sind in Zürich zu einer Marke avosiert. Auf der anderen Seite sagen alle, ja, dass ihr gekommen seid, ist klar, dass es jetzt so ein Hype ist. Nein, nein, es ist ein Teamwork. Klar, wir sind sehr bekannt, die Leute haben uns gerne, wir haben aber die Leute auch gerne. Sie kommen auch eben, wie gesagt, wieder an unsere Partys, an allem. Aber es fängt dort hinten an, bei den Gommis. Wir sind auch bei den Gommis, die gerne aufräumen da hinten und so, alles vorbereitet. Wir sind auch bei denen, vor dem Abend, bevor der Abend startet, gehen wir alle noch Hoi sagen. Also wir sind sehr persönlich nahe zu unserem Personal da hinten. Nichts kommt von ungefähr, auch nicht der Erfolg der beiden Brüder. Zusammen mit dem Gastronom Marco Giuliani schreiben Saigi und Stelios ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte des Kaufleutens.